Israel hat nach eigenen Angaben einen neuen Grenzübergang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen eröffnet. Ein von der israelischen Armee am Sonntag veröffentlichtes Video soll den Übergang westliches Erez zeigen, an dem Lkw in den Gazastreifen fahren. Das Projekt erfolgt nach Angaben Israels in Zusammenarbeit mit den USA. Am Sonntag waren große Rauchwolken über dem Norden des Gazastreifens zu sehen. Die israelische Armee erklärte, dass sie in der Stadt Jabalia gegen die Hamas vorgehe, um zu verhindern, dass sie ihre militärischen Fähigkeiten dort wiederherstellt. Die Zahl der Todesopfer der israelischen Militäroperation im Gazastreifen hat nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums die Zahl von mindestens 35.000 überschritten. Bombardierungen haben die Küstenenklave in Schutt und Asche gelegt und eine schwere humanitäre Krise verursacht. Auslöser des Krieges war ein von der Hamas geführter Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln genommen wurden.